Gut, herzlich willkommen zum zweiten FAQ. Ihr habt euch ja ein paar mehr Fragen dann doch noch überlegt als nur zum Thema Trading. Und zwar habt ihr noch einige Fragen gestellt zu der ganzen Thematik, worauf es ankommt, wenn man nach Dubai auswandern möchte, was man hier braucht, um hier leben zu können, wie viel Kapital man braucht, zum Beispiel zum Start hin Ja. und was man letzten Endes auch so für Behördengänge hat, wenn man hier wirklich starten möchte. Wir haben uns da natürlich dann jetzt ein bisschen Learning by Doing-mäßig im Prinzip selber informiert, beziehungsweise unsere eigenen Erfahrungen gemacht, Ja. die wir letzten Endes mit euch teilen können. Da Lukas mit die stärkste Position hat, wenn es darum geht, bin ich heute habe ich heute die Ehre, die Fragen zu stellen. Reagiere natürlich bei dem, was ich weiß, auch noch ein bisschen mit dazu. Aber ich denke mal, so die Kernbestandteile, die Kernthemen, da kannst du die besten Auskünfte für geben. Deswegen erzähl doch mal, wie viel Kapital sollte man denn deiner Meinung nach haben, um nach Dubai auszuwandern? Ja, also natürlich kommt es darauf an, was du hier machen willst. Was für eine Firma möchtest du gründen? Möchtest du mit deiner Familie auswandern? Soll jeder von deiner Familie ein Visum bekommen? Ist es nur für dich alleine? Ziehst du als Firma um? Aber generell ist es so, dass eine Firmengründung, so war es bei uns, also wir sprechen immer von uns, von unseren Erfahrungen, so wie wir das gemacht Ja, haben. genau. Du hast ja auch deine Firma hier fürs Trading. Von daher sind es unsere Werte, die können natürlich abweichen. Bei uns war das so, dass eine Firmengründung inklusive einem Visum zwischen 8.000 bis 11.000 Euro kostet. Und das für, oder dieses Visum dann für 2 Jahre anhält. Das bedeutet, das Visum muss alle 2 Jahre verlängert werden für ein paar hundert Euro. Also ist dann nicht mehr nennenswert. Aber auf jeden Fall sollte man schon mal mit diesen groben 11.000 Euro rechnen. Jedes weitere Visum, wenn man jetzt als Familie kommt, kostet dann nicht nochmal 11.000, sondern der komplette Gründungsprozess inklusive dem ersten Visum liegt bei 11.000. Jedes weitere Visum dann, glaube ich, bei 2.000 Dirham, 3.000 Ja, Dirham. genau. Das ist so 500 bis 750 Euro. Ja. Und was dann dazu kommt, ist, was man bedenken muss, ist, du wanderst jetzt aus, bist in Dubai und brauchst eine Wohnung. Bedeutet, hier in Dubai ist es gang und gäbe, dass man ein Jahr im Voraus die Miete bezahlt. Man kann das Ganze auch aufteilen auf 2 Schecks, 4 Schecks. Das bedeutet, man zahlt halbjährlich oder quartalsweise. Aber es ist jetzt nicht so wie in Deutschland, dass man sagen kann, okay, ich zahle das Ganze monatlich, sondern Ja. meistens eigentlich jährlich. Und Meistens jährlich, genau. das ist dann auch wieder so eine Sache, es kommt darauf an, wo man wohnt. Wohnt man jetzt mitten in der Stadt, wohnt man am Strand an der Marina, Ja, stimmt. wohnt man 20 Minuten außerhalb, also es ist auch von bis. Ich würde mal sagen, man kann bestimmt für 500 Euro im Monat hier eine Wohnung ganz außerhalb finden. Definitiv, Aber definitiv. innerhalb gibt es keine Grenzen. Von 2.000 aufwärts bis wahrscheinlich 10, 20, 30, 40.000 Ja, definitiv, monatlich. definitiv. Ich denke, viele verkennen das auch immer so ein bisschen. Dubai ist ja nicht nur eine Stadt. Dubai ist ja ein Bundesland. Richtig, Damit kann man es ja ja. vergleichen. Ja. Dementsprechend, wenn man hier zum Beispiel von A nach B fahren möchte, wenn wir jetzt mal von der rechten zur linken Grenze fahren würden, wäre man auch eine ganze Stunde lang unterwegs. Heißt, um das mal ein bisschen in Dimensionen zu setzen. Ja, stimmt. Und ja, es ist möglich, dass man auch monatlich zahlt. Aber ganz wichtig, wenn man das machen möchte und wenn man halt danach Ausschau hält, gerade wenn man reinkommt und sagt, hey, ich kann jetzt nicht die Miete ein Jahr hinlegen oder sowas in die Richtung, ich möchte das monatlich zahlen, dann muss man wissen, jeder Vermieter hat das Recht, die Miete monatlich anzupassen. Das heißt, man Okay, hat keinen das wusste ich festen auch Wert, nicht. den man zahlt. Meistens sind das solche Hotel-Apartments, dass man so Okay. Service-Apartments hat, die Ja. bieten das monatlich an. Und dann kann man dadurch halt so, ja, monatlich zahlen, aber man muss halt damit sich gefasst machen, dass man gerade so in den High Seasons, so im Winter, ziemlich viel Geld hinlegen wird für so eine Ja, Wohnung. das ist verrückt, wie die Preise steigen im Winter. Definitiv. Ich denke mal, die Firmengründung für euch war ja, oder für uns war ja dann letzten Endes am Anfang auch so teuer, weil wir ja auch das nicht direkt selbst gemacht haben, Richtig. sondern ich denke mal, eine Agentur ja auch hatten, Richtig. die das halt letzten Endes für einen macht. Richtig.
Wenn, wenn man jetzt zum Beispiel hier direkt wohnt schon und hier zum Beispiel bei der Maidan Free Zone das ja macht, dann ist es ja günstiger als 11.000 Euro. Genau, richtig. Die haben dann eher in dem gleichen Bereich. Ja, ja. Also hier in Dubai ist es so, es gibt einmal Mainland-Firmen, was meiner oder unserer Erfahrung nach lokale Unternehmen sind, die vor allem das Ziel haben, mit Einheimischen oder Leuten vor Ort Geschäfte zu machen, was für uns ja uninteressant ist, weil ihr meistens im Dachraum sitzt, also in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dafür gibt es dann die sogenannten Free Zones. Bei den Free Zones ist es ja so, dass, wie Lawrence ja schon gesagt hat, Dubai ja nicht nur eine kleine Stadt ist, sondern relativ groß ist. Gibt es überall in Dubai verschiedene Free Zones mit verschiedenen Tätigkeitsbereichen. Das heißt, brauchst du eine Immobilienfirma, musst du zu einer anderen Free Zone gehen, wenn du jetzt eine Trading-Firma brauchst und jemand, der Dropshipping machen will, braucht dann wiederum eine andere Free Zone als der die Immobilien hier oder in Deutschland verkauft. Okay. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie viel es von Free Zone zu Free Zone kommt. Da gibt es dann nochmal Unterschiede. Abhängig von der jeweiligen Free Zone kann man eine unterschiedliche Anzahl von Visa pro Unternehmen austeilen. Von daher grob, pauschal, über eine Agentur, 8.000 bis 11.000, macht man es selbstständig, was am Anfang wahrscheinlich super schwierig und komplex ist, ist es deutlich günstiger, aber man hat auch viel mehr Aufwand, man muss die Bürokratie hier verstehen, man muss wissen, welche Behördengänge man machen muss, von daher würde ich die ersten Firmengründungen immer über eine Agentur machen und dann abhängig davon selber für einen entscheiden. Will ich selber machen, will ich mir den Aufwand machen oder gehe ich lieber zu einer Agentur, die die ganze Arbeit für uns abnimmt? Ich denke mal, wenn da jetzt einige dabei sind, die da Interesse haben, ich denke mal, die können sich ja dann direkt bei uns melden, welche Agenturen wir verwendet haben etc. Ja, okay, sehr gut. Ja. Sehr gut. Was ist denn das Thema gerade so, was ist denn dir aufgefallen? Mit welchem Framing bist du denn hierher gekommen in ein arabisches Land sozusagen? Und was war denn so nach dem Motto, worauf warst du nicht gefasst? Für mich war es zum Beispiel, dass Dubai dann doch deutlich internationaler ist, so vom Verhalten. Mhm. Also ich kann mich hier in Anführungsstrichen so benehmen und kleiden wie in Deutschland zum Beispiel. Natürlich darf ich jetzt nicht rumpöbeln oder jemandem eine knallen oder sowas, das ist klar, weil man ja die Strafen dann doch deutlich höher sind. Aber im Prinzip, was war so bei dir da die Thematik, wo du gesagt hast, hätte ich nicht erwartet? Ich glaube auch, dass das, was du jetzt gesagt hast, dass man sich generell ein arabisches Land in Anführungszeichen strenger vorstellt. Also es gibt hier klare definierte Regeln, an die man sich gerne hält, weil das auch so ein bisschen Dubai ausmacht, dass man so ein sehr großes Sicherheitsgefühl hier hat. Ja. Also man hat nie das Gefühl, dass man irgendwie sein Hab und Gut irgendwie beschützen muss oder verstecken muss oder du liegst am Strand und tust deinen Geldbeutel unter den Rucksack und da noch dein Hand drüber. Am besten noch vergraben. Genau, sondern weiß ich nicht, du gehst an den Strand, legst alles hin und du weißt, wenn du wiederkommst, ist alles immer noch hier. Ja, safe. Aber auf der anderen Seite ist es so, wie du gesagt hast, man kann sich ganz normal kleiden, es ist sehr international, es ist sehr multikulturell, es ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, du bist in dem arabischen Land, so wie man es vielleicht von früher kennt. Ja, so nach dem Motto, so was darf ich nur anziehen, was darf ich sagen, darf ich mit meiner Freundin überhaupt Händchen halten? Genau, so Sachen. Öffentlichkeit küssen, weißt du, das sind halt so diese meisten Vorurteile, die gerade so in westlichen Ländern immer noch vorherrschen. Ja. Was einfach nicht der Fall ist. Absolut nicht. Außerhalb von Dubai. Also es gibt strengere Emirate, klar, aber selbst da ist es offen. Ja. Aber was du schon sagst, also ich schließe zum Beispiel niemals meine Wohnung ab. Ja. Ich glaube nur, wenn wir jetzt mal 2 Wochen im Urlaub sind und wirklich 2 Wochen lang konkret nicht da sind,
Dann, aber ansonsten, wenn du irgendwo in der Mall dein Handy liegen lässt, kriegst du es am Ende wahrscheinlich noch aufgeladen wieder. Ja. So in die Richtung. Ja. Also da wird auf jeden Fall nichts passieren. Braucht man denn, wenn man jetzt eine Firmengründung macht, braucht man dafür irgendwie einen Medical Check oder sowas in die Richtung? Genau, also man braucht, um seine Firma zu gründen, nicht unbedingt einen medizinischen Test, weil diesen medizinischen Test brauchst du nur, um dein Visum zu bekommen. Das bedeutet, okay, beziehungsweise um halt deine Emirates-ID, Pass, also ja, genau, in Deutschland. Okay. Das heißt, du kannst hier eine Firma gründen, ja, brauchst dann aber diesen Medical Check, um deine Emirates-ID und dein Visum zu bekommen. Das heißt, ich denke mal, wenn du hier eine Firma gründest, hast du ja die Intuition, hierher zu kommen. Mhm. Ja. Und ja, alles andere. Also früher oder später musst du eh zum Medical Check dann. Ich weiß nur, damals, wo ich beim Medical Check war, es gibt tatsächlich Ausschlusskriterien, wie du durch den Medical Check halt durchfallen kannst. Das sind zum Beispiel sexuell übertragbare Krankheiten oder irgendwelche Gendefekte, die übertragbar sind, irgendwas in die Richtung. Also solange man jetzt nicht, ich sag mal, hochgradig tödlich ansteckend ist, sollte man eigentlich gut durchkommen. Ja. Alles andere kann man, glaube ich, sogar mit denen dann irgendwie nach ausmachen oder sowas in die Richtung. Ja, war, glaube ich, nur einfach nur einmal Blut abnehmen, oder? Genau, Blut und abnehmen. Einmal so Brustkorb-Screening. Genau, also einmal Röntgen und ja, Blut abnehmen und dann war es das schon. Und das war's. Fünf Minuten gefühlt. Ja, genau. Ja. Naja, begleitet von einem kleinen Roboter, der dich überall hinbringt. Ja. genau, was sind denn aber die Schritte, wenn man jetzt das Visum beantragt? Also der Medical Check? Richtig. Also einmal die medizinische Untersuchung und dann mehrere kleine Behördengänge, die mittlerweile laut unserem Ansprechpartner gar nicht mehr so lange dauern wie bei uns damals. Also wir haben mehrere Wochen warten müssen, dass wir zu den Behörden können. Und es war auch wirklich nervig, auch die einzelnen Visa zu beantragen. Heute geht das innerhalb von 5 Tagen. Also der Prozess ist der, dass im Vorhinein alles beantragt wird, sodass ihr mit einem E-Visum einreist, beziehungsweise das Visum beantragt ist und ihr hier vor Ort dann sozusagen die Emirates-ID bekommt und dann damit ausreisen können. Ja, vollkommen. Genau. Ja. Ja, ich weiß noch, wie ich damals die SMS bekommen habe, von wegen, ich habe noch 6 Tage Zeit, bevor ich das Land wieder verlassen muss, weil das alles so lange gedauert hat, ja. Aber es hat geklappt. Ja, aber letztens sogar hat es geklappt, ja. Muss man denn in Dubai einen Wohnsitz haben, um ein Bankkonto zu eröffnen? Ja. Also das braucht man auf jeden Fall. Es ist witzig, weil, ich weiß noch, als wir unser erstes Bankkonto eröffnet haben, waren wir perplex, weil die Bank doch zu uns nach Hause gekommen ist. Weißt du noch? Ja, genau. Damals ist, da kommt dann jemand von der Bank zu dir nach Hause und überprüft halt, ob du da wirklich wohnst, wer du bist, nimmt deine Emirates-ID auf und alles drum und dran. Ja, genau, genau. Das also so Know-Your-Customer-Prinzip. Ja. So nach dem Motto Adressnachweis und sowas. Musst du ja in Deutschland auch alles nachliefern. Genau. So mit Stromrechnung und so ein ganzer Kram. Aber hier wird es halt persönlich gemacht. Ja. Also ja, braucht man. Braucht man denn in Dubai ein Gewerbe, um FK-Konten zu traden? Also grundsätzlich ja, weil du erhältst ja auch, trotz alledem ist es eine Provisionszahlung, die man erhält. Und es gibt jetzt ja seit diesem Jahr auch die sogenannte Corporate Tax hier in Dubai. Kannst du dazu was sagen? Nein. Okay. Wir haben die ID, die wir dafür brauchen, beantragt und das war's. Also uns betrifft es nicht wirklich. Ja, okay. Also es betrifft gerade so hauptsächlich eher so Leute, die hier vor Ort ihr Geschäft machen. Richtig. Übersee ist da egal, aber letzten Endes bleibt es das Gleiche. Ihr erhaltet auf Freelancer-Basis Zahlungen. Diese Zahlungen müssen dann letzten Endes trotz alledem über ein Firmenkonto und damit eben über eine Firma, über eine Firmenlizenz abgewickelt werden. Dürfen also nicht einfach privat ausgezahlt werden. Ja. Genau. Wie lange würdest du denn hier in Dubai bleiben wollen? Haben einige gefragt, wenn wir jetzt mal so zeitlich
vorausschauen, wir sind jetzt ja, ihr beendet das zweite Jahr hier in Dubai ja früher als ich. Ich bin erst im August so nachgekommen. Paar Monate. Schwierig. Also auf jeden Fall noch einige Jahre. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, mit 50, 60, 70, 80 hier noch durch Downtown zu laufen. Vielleicht für einen nostalgischen Urlaub, ja, aber... In so einem Ferrari-Roller. Ja, genau. Aber ich glaube, irgendwann hätte ich schon wieder Lust, so zurück nach Deutschland oder in die Schweiz zu gehen. Wo dann ein bisschen mehr Natur ist, schöne Luftqualität, man ja vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe hat. Ja, also es steht jetzt kein Datum fest, wo ich sagen würde, dann zu dem Stichtag will ich weg, ja, weil dafür gefällt es mir einfach zu gut hier. Ja, definitiv. Aber ich weiß auch, dass ich nicht bis an mein Lebensende bleiben möchte. So, dass du hier alt werden willst. Genau, genau. Aber wann das ist, ob das jetzt in 8 Jahren, 15 Jahren oder 20 Jahren ist. Ja. Auf eine bestimmte Zeit halt. Genau, genau. Bei mir sieht es auch nicht anders aus. Also ich würde, was weiß ich, so 5, 6 Jahre hier noch bleiben. Vielleicht dann nochmal irgendwo anders, so nach Thailand ein paar Jahre leben. Irgendwas in die Richtung. Ist ja auch übel günstig fürs Traden, ist Thailand ja auch goldig. Also perfekt letzten Endes, so was die Zeiten angeht. Hängt natürlich auch mit meiner Partnerin zusammen. Ne? Wenn sie nochmal einen Job woanders annimmt, kann ja zum Glück halbwegs remote arbeiten. Ja. Aber auch auf definitiv auf unbestimmte Zeit. Also aktuell, ich glaube, zieht uns nichts zurück. Nee. Also kommt ja auch darauf an, wie die Welt in 10 Jahren aussieht, was sich geändert hat, wie Dubai aussieht, was Du siehst Gesetze ja, wie grün das alles wird aktuell. Genau. Wo überall die Communities hochgezogen werden und sowas, ey. Ja, also, keine Ahnung, vielleicht kommt ja auch irgendwo auf der anderen, auf der Welt nochmal ein Dubai 2.0. Wir denken uns, cool, nehmen wir auch nochmal mit. Ja, safe. Wer weiß. Das klingt gut, das klingt gut. Wie sieht denn das aus, wenn du jetzt der Meinung bist, ich möchte jetzt hier nach Dubai ziehen? Kannst du da irgendwas empfehlen? Irgendeine Agentur, die für dich eine Wohnung findet? Oder gibt es hier irgendwelche Apps, die man so... Also... Der Wohnungsmarkt in Dubai ist nicht zu vergleichen mit Deutschland. Ich weiß noch, damals, wo ich nach Karlsruhe ziehen wollte, für meine erste eigene Wohnung, wurde ich überall abgelehnt. Also es war teilweise eine Einzimmerwohnung mit einer Badewannendusche, wo man sich so runtersetzen musste. Sehr gut. Und selbst dort wurde ich abgelehnt. Aber Gottes Willen. Hier da hatte ich es einfacher. Ja, öffentlicher Dienst war es zum Glück noch. Ja. Nee, bei mir gab es ja davor nichts. Aber ja, wie gesagt, hier, du findest eine Wohnung, die findest du gut, dann kriegst du wahrscheinlich heute noch einen Termin, gehst heute dahin. Unterschreibst heute den Mietvertrag. Genau, wenn du sagst, finde ich gut, zack. Und dann bist du drin. Ja. Also es ist. Weißt du, wie lange das bei euch gedauert hat? Mit Besichtigung und Einzug, die Zeit dazwischen? Also bei uns war es genau eine Woche. Dass wir die besichtigt hatten, unterschrieben haben und eingezogen sind. Ja, irgendwie so. Das war so eine Hauruck-Aktion nach Weihnachten. Ja, vor allem, man hat ja auch diese Umzugsunternehmen, die relativ günstig sind und die machen für einen alles. Also die kommen und die bauen alles ab, bauen wieder alles auf und das innerhalb von gefühlt 2 Stunden. Yes. Also es ist also verrückt. Geschwindigkeit und Effizienz, was wenn es darum geht, sind die da auf jeden Fall auf einem anderen Level unterwegs. Okay. Es gibt Apps, sowas wie ImmoScout gibt es hier auch. Ja, definitiv. Aber du brauchst jetzt keinen Makler, der für dich eine Wohnung findet. Nee, auf jeden Fall. Außer du willst irgendwas Verrücktes. Dann vielleicht. Ja, das Wichtige ist auch so, auch wenn man kaufen will, es ist egal, ob Miete oder Kauf, es ist eine App, über die man alles abwickeln kann. Das ist genauso wie mit dem, es gibt hier auch so eine App wie eBay Kleinanzeigen, eBay-mäßig. Da kann man Immobilien kaufen, Autos kaufen, alles Mögliche. Also alles.
Und die wickeln ja sogar alles ab. Die wickeln ja die Kaufverträge ab, die wickeln die ganzen Mandate ab, die nehmen die Krass. Gebühren, verwalten alles. Also es ist perfekt in dem Moment. Also sehr, sehr einfach. Ja. Ist es denn sinnvoll, sich jetzt kleine Beträge zum Beispiel auszuzahlen und sich dann erst mit dem Auswandern zu beschäftigen? Oder sollte man zum Beispiel, wenn, jetzt rein deine Meinung, wenn man jetzt ein FK-Konto hat, wenn man sich jetzt ein Funded-Konto gemacht hat und da so Geld reinsammelt, ist es sinnvoll, sich da jetzt in der aktuellen Situation die Gelder auszuzahlen? Oder würdest du sagen, zieh erst nach Dubai und zahl dann? Also bei sowas würde ich immer externe Hilfe dazu ziehen. Also ich meine, die Leute kommen zu uns, um Trading zu lernen, weil sie selber keine Ahnung haben, wie ich an mein Ziel komme. Wir gehen zu einem Steuerberater, um uns hinsichtlich dem Thema Steuern beraten zu lassen, Korrekt. weil wir davon keine Ahnung haben. Wiederum sind wir zu einer Agentur gegangen, die uns dabei hilft, nach Dubai auszuwandern, weil wir davon keine Ahnung haben. Bedeutet, wenn dein Ziel ist, auszuwandern, würde ich das jetzt nicht eigenständig planen, sondern du weißt, okay, du hast Fremdkapital in Deutschland, Österreich, Schweiz und das musst du ja trotzdem irgendwie versteuern. Es ist ja nicht so, dass du sagen kannst, hey, jetzt verdiene ich hier mal ein bisschen Geld und ich kümmere mich nicht um die Gesetzlage in Deutschland, sondern das wird schon laufen und Richtig. wenn ich dann genug Geld habe, gehe ich weg, sondern ich würde mir einen Plan machen, am besten mit einem Steuerberater. Wenn man das nicht möchte, dann würde ich das aber trotzdem in Eigenrecherche so gut detailliert planen, dass du auf jeden Fall keine Probleme hast. Ja. Und dann würde ich das so machen, dass ich mir überlege, will ich wirklich auswandern? Unter welchen Bedingungen kann ich aus Deutschland auswandern? Zum Beispiel Thema Wegzugssteuer. Wenn man eine Firma hat, meinst du? Richtig, Ja. weil braucht man ja bei Fremdkapital. Bezieht sich das auch auf Einzelunternehmen? Oder auf welche Unternehmen bezieht sich das? Was will ich mir aufbauen an Kapital und was will ich monatlich verdienen, um meine Fixkosten hier decken zu können und ohne Druck handeln zu können? Und Ja. wenn ich dann so ein Gesamtkonzept entwickelt habe, wo ich weiß, okay, das kostet die Gründung, das brauche ich, um auszuwandern, das brauche ich an Einkommen, das brauche ich an Rücklagen und dann habe ich alles. Ja. Wie so eine Checkliste, dann würde ich auswandern. Okay, so nach dem Motto einmal theoretisch alles durchgeplant Genau. und wenn man da wirklich hinter alles einen Haken setzen Ja. kann, dann Ja. ist man schicko und kann dann Anführungsstrichen durchgehen. Ja, Aber auf weil. jeden Fall ist es ein Steuerberater-Thema. Auf jeden Fall. Gerade auch, weil viele das verkennen und da immer noch jetzt so aus meiner Trader-Sicht heraus, bitte Leute, nur weil ihr ein Funded-Konto habt und euch die Gelder nicht auszahlt, heißt es nicht, dass ihr die Gelder nicht schon versteuern müsst. Weil sobald ihr die Verfügungsgewalt über Erträge habt, müsst ihr die bereits versteuern. Es ist dann egal, wo das Geld liegt, solange ihr euren Wohnsitz in Deutschland habt und ihr habt ein Funded-Konto, wo ihr über den Threshold drüber seid und theoretisch Gelder auszahlen könnt, sind die ab dem Punkt zu versteuern. Aber kann man das, weil mein Gedanke wäre jetzt, lege ich mir das Geld auf die Seite auf meinem Konto, also ich habe es noch nicht ausgezahlt, es ist auf meinem FK-Konto und Das ist sehr, 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 sehr grau. genau, und jetzt, aber Es ist sehr ich grau. bestehe die oder mache einen Regelbruch, dann ist ja mein Geld, was ich auf die Seite gelegt habe, ist ja auch weg, oder? Ja, natürlich. Also alles, was du im Prinzip auf dem Funded-Konto dann verlierst, ist wieder weg. Und dann ab dem Und Moment ja auch dann nicht ist mehr zu auch nicht, versteuern. okay. So. Ja, okay. Es ist, wie Frag gesagt, Steuerberater, frag deinen genau, Steuerberater. es ist halt so eine Sache, ob man es. Ach, dass ich da was habe oder nicht. Das ist halt Ja. ganz bös grau. Ja. Aber ist definitiv ein Steuerberater-Thema. Genau. Also nochmal der Disclaimer, wir sind keine Genau, Steuerberater, wir sind keine definitiv. Profis, was das Thema Auswanderung angeht. Wir haben unsere Experten, die wir fragen. Wenn ihr Kunde seid, dann könnt ihr gerne auch auf den Steuerberater, den wir nutzen, zurückgreifen. Könnt ihr uns einfach kontaktieren. Habt ihr Fragen zum Thema Auswanderung, könnt ihr uns auch kontaktieren. Genau. Können wir euch unsere Agentur weiterleiten. Ist auch kein Problem, aber wir selber gerade weder im Thema Steuer noch im Ja, Thema genau. Auswanderung, weil es einfach nicht unser Fachgebiet ist. Wir kennen uns damit nicht aus. Wir würden euch nur blöde Tipps geben, die vielleicht gar nicht so stimmen, wie wir denken. Richtig, Ja. richtig. Letzte Frage noch, wenn jetzt einer kommt und sagt, hey, ich bin jetzt soweit, ich kann jetzt ausziehen, ich sondern welche Gegend würdest du empfehlen? Wenn du mal so ein, zwei sagen würdest, wo du sagen würdest, da ist schön.
Also ich glaube, wenn du so im ersten Jahr wie wir damals bist, dann ist, glaube ich, Marina cool, weil du hast da so, ich glaube, in der Marina ist es so, wie du dir Dubai vorstellst am Absolut. Anfang. Du Ja, hast Meer, definitiv. du hast Stadt, du hast viel High Verkehr, viel Society. Trubel, viel Leute, viel Geschäfte, also Alles leuchtet, alles alles blinkt, blinkt. alles leuchtet, genau, also komplett verrückt. Ja. Wenn du aber ein bisschen Ruhe willst, dann so wie wir an so Randgebieten zur Stadt, zu Downtown oder zu Marina, wie wir jetzt in Showbar. Genau. Aber da wird ja, also das Video jetzt wird in einem Jahr nicht mehr aktuell sein, Nee, weil es weil wieder dann 20.000 in neue einem Jahr Gebiete gibt es, geben wird. genau, in Genau, einem Jahr also gibt es 20.000 neue von Gebiete. daher. Also im Prinzip einfach nur, wenn ihr Real Estate Dubai eingibt, die meisten Communities, wenn ihr dann nicht Off-Plan guckt, das ist also noch nicht fertig. Das heißt, ihr könnt im Prinzip während der Konstruktion könnt ihr die Wohnung schon kaufen, sozusagen. Wenn ihr aber nach bereits fertigen Immobilien schaut, dann seht ihr meistens so eine Broschüre oder so ein Flyer zu dem ganzen Gebiet. Und da kann man dann ganz einfach sehen, wie das jetzt aktuell aussieht. Und es ist einfach Fakt, viele stellen sich vor, Dubai Wüste. Aber es ist wirklich der Fall, dass die meisten Wohncommunities dermaßen begrünt sind, ne, mit Parkanlagen und so weiter, wie bei uns jetzt auch. Überall stehen Bäume, überall Schon verrückt. Fußgängerwege und so weiter. Ja. Und das wird ja nur noch mehr. Kleine Parks. Ja, die kleine Feste, wie wir das jetzt bei uns auch Ja. hatten, da wieder. Schon sehr schön. Kleines Dorf wie in Deutschland. Definitiv nur mit 30 Stockwerken Gebäuden. ja, nee, gut, dann sind wir soweit durch. Yes. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr uns so viele Fragen eingereicht habt, auch zum Thema Dubai. Wir hoffen, wir konnten euch so einen kleinen Einblick in das Thema Auswandern, Leben in Dubai geben. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben, könnt gerne auf uns zukommen. Für noch, ich sag mal, detailliertere Fragen, wie zum Beispiel, wie heißt die Agentur, mit der wir ausgewandert sind und so weiter. Da stehen wir gerne für Rat und Tat zur Seite. Ansonsten sehen wir uns dann auch schon im nächsten Video. Lukas, ich danke dir, dass du heute dich bereit erklärt hast, da nochmal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und Danke auch. dann würde ich sagen, macht's gut. Ciao, ciao.